can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. Hallo und herzlich willkommen bei Einkauft, und wie du siehst, habe ich einen neuen Skin. Ja, ich habe einfach mal überlegt, mal ein neues Design auf den Kneinkopf zu bringen. Habe ich auch gemacht. Ich habe Bilder verändert, den Banner und das, also die Titelbild gesagt. Und das Skin ist richtig cool, weil er 1.8 Skin ist und weil da hinten AC hat. Habe ich selber bearbeitet, heißt AC. Ist die Abkürzung für Minecraft, wer es nicht wusste. Und ja, ich denke mal, seit langer Zeit kam er Minecraft nicht mehr. Das lag daran, weil es Ferien waren und Ostern. Und deswegen überlegt auch noch ein paar freie Tage, nehme noch mal was auf. Ich denke mir, ja, habe ich gerne Lust. Und zwar spielen wir jetzt eine 1.9. Und zwar haben wir hier die zweite Hand, wo man sich sehen kann, aber das Texturpaket leider ist nicht abgedatet. Das Texturpaket ist leider nicht abgedatet, aber dafür geht's halt immer noch, finde ich gut. Und manche Texturen sind jetzt nicht übernommen. Aber wir haben jetzt eine zweite Hand und verschiedene Sounds und verschiedene Geräusche, genau. Sounds, Geräusche und verschiedene Kampftechniken neuen. Und ja, wir sind Level 30. Wie gesagt, links hat meine Hand eine Fackel. Finde ich sehr praktisch, wenn man halt in einem Höhlensystem ist, wenn es dunkel ist, einfach rechts eine Fackel setzen kann. Das Blöde daran an diesen komischen Shader oder keine Ahnung, was das ist, wo man auch nicht abgedeckt ist, dass man Fackeln, wenn man andere Hand hält und F drückt, kann man die Hände wechseln. Dass das dann eher mit dem Fackel ausleuchtet, aber dass wir kein Schwert benutzen. Finde ich sehr blöd und ja, ist nicht so, finde ich nicht so schlimm. Aber unsere Hühner, du hast mir jetzt alle gebrochen, aber keine Hühner, wir brauchen jetzt mal Kühe. Schauen wir uns mal an, was sie dort nochmal treiben. Ich nehme, wie gesagt, wie ein Tutorial auf mit Ocam. Neuen Aufnahmesystem oder so. Ich glaube, die Schafe können doch vermehrt werden. Ja, die droppen auch Fleisch, aber brauchen Leder für Verzauberungstische und sowas. Die essen gerne, glaube ich, Weizen ums Vermehren. Ich weiß es nicht. Wenn man ausdenkt schon. Glaub schon, ich habe irgendwie Holz im Winter. Kann das ein bisschen auf, was vielleicht einen Baum gefällt habe oder so. Weiß auch nicht wieso, wegen Testaufnahme oder so, kann passieren. Ja, okay. Ja. Gut, wir brauchen jetzt Kühe, aber es lohnt sich nicht, weil es dunkel wird. Wir können heute mal farmen gehen wieder. Ich weiß nicht, was wir tun. Ist unsere Zuckerrohr gewachsen? Ja, da können wir noch ein bisschen warten. Oh, diesen Hühner. Ihr seht schon, der Kampfsystem ist ganz anders. Hier ist noch ein Ei. So. Essen habe ich irgendwie 41 gebratenen Hammelfleisch. Habe ich hier gar nicht, vielleicht habe ich das aussehen gecheatet, kann sein. Ist aber nicht so schlimm. Okay, da ist ein Fackel. Ja, ich denke mal, gehen wir mal schlafen, dann gehen wir, wenn nicht diese Folge, vielleicht übernächste Folge, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe, mal auf Kühe suchen. So. Unser Keller kann doch nicht besser sein. Wisst ihr was? Ich gebe mir heute mal Farmen, hab darauf Lust. Brauche ich nicht, gut. Brauchen wir das mit, ja, Spitzhacken mitnehmen. Wie gesagt, wenn ich auf Level 30 was entscheiden habe, brauchen wir Bücherei, deswegen warte ich auch ein bisschen. Und versuche möglichst nicht zu sterben. Okay, kannst du noch ran. Da kommt sowieso nichts raus. Wir haben ja genügend Eier, deswegen. Das Fleisch lasse ich mal drin. Fackel können wir noch ein bisschen gebrauchen, weil wir nur. Wie viel haben wir noch? 32. Haben wir nicht hier noch irgendwo? Kohle gehabt? Oder fehlt uns Kohle? Das kann auch ganz kann sein. Dann nehme ich mal ein bisschen aus den Truhen, deswegen gehe ich auch versuche ich jetzt auf. Kohlensuche, Eisensuche und auch Diamantensuche brauchen unbedingt nicht, aber kann man gebrauchen. Diamanten. So, auf 8 wieder raus und ja. Wieder 32 haben wir perfekt. 64 reicht mir erstmal und wir gehen jetzt in die Höhle. Hier waren noch irgendwo Zombies, oder? Auf welches haben wir gestellt? Normal, gut. Haben wir hier?
Weiß ich nicht. Wir können, perfekt ist, mit Rechtsklick auf den Fackel setzen, obwohl wir das Schwert haben. Finde ich sehr nice. Und Spitzhacke auch, ist praktisch. Und Shader spiele ich. Das ist ein Creeper. Bleib weg von mir. Eine Folge habe ich ihn, glaube ich, Grüne Gurke genannt. Das lag daran wegen Cloud Plays. Ich habe von ihnen ein paar Folgen geguckt und dann nennt ihn irgendwie Creepers Grüne Gurken oder so. Weiß auch nicht wieso. Oder weil sie mit seinen Texten prägt, glaube ich, so aussehen. So. Coole. Ich kann mir mit der Spitzhacke hier auch hinsetzen. Und die Schwerte, wie gesagt, sind jetzt langsam geworden und mehr halt den realistischen. Realität gemacht. Finde ich sehr cool. Und mir gefällt eigentlich 1.9 wegen Zwei-Hände-System, wegen Elytra, richtig was weiß ich. Und wegen die zweiten, die in dieser Höhle, ne? Das zweite End wird das ja genau. Da können wir so ein. So ein Cape oder so ist, worum man fliegen kann. Einfach nehmen und ja. So. 16. Ja, Spitzhacke haben wir genug. Dachte schon, dass wir aus viel Energie ist und mehr Kohle. Ich habe richtig viel Kohle besehen diesmal. Ich habe ein bisschen auf Eisen geachtet. Weil ich brauche mal Kohle, weil. Wir sind Kohle knapp. So. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich nehme morgen vielleicht Spread Mechanik wieder auf. Oder ich weiß nicht, RTS 2 wieder. Mal schauen. Weil ich habe ja lange nicht mehr gemacht und deswegen ein paar Abonnenten dazu bekommen. Jetzt haben wir 95 Abonnenten. Danke ich sehr, sehr vielmals dafür. So. Das ist noch mehr Kohle. Ich sehe richtig viel Kohle. Das habe ich auch letztes Mal, als wir in der Hülle hier waren, völlig vergessen. Das war nicht so gut. Ja, wie gesagt, habt ihr gesehen, wie ich hier stehe. Pack das hier die Fackel durch die Wand. Ja, das ist deswegen Shader und das Paket. Pack, das ist nicht so schlimm. Sache, die Fackel leuchten und die anderen Texturen sind bestimmt die Faultextur Paket. Finde ich auch nicht so schlimm. Geht natürlich auch mit Shader, klar. So normal finde ich auch natürlich auch Minecraft. Denn ich habe früher mal Minecraft Xbox Version gespielt und das war. Waren die Texturen Paket teuer, die müssen wir kaufen und das war. Für mich. Hab ich einfach nie gekauft, bräuchte ich auch nicht. Und dann, als ich meinen PC bekommen habe, habe ich einfach gedacht, ach. Spiel mal Minecraft mal richtig. Ich spiele jetzt Minecraft richtig und ich freue mich sehr, dass es alles klappt und dass ihr natürlich meine Videos schaut, finde ich mich auch sehr, sehr gut. Dafür danke ich, bedanke ich mich schon mal. Aber davon wird noch ein 100 Abonnenten Special kommen. Wenn die 100 mal reichen. Okay, ist wirklich zu viel Kohle. Kohlenjagd. Oh, hier ist eine fliegende Maus. Habt ihr XP oder was? Hey, bleib doch hier. Oh ja. In einer Folge haben wir noch, 4 oder 5 Fledermäuse auf einmal gefunden. Ich hab hier einfach die. Oh, hier ist Eisen. Die Fledermaushöhle genannt, oder? Batman-mäßig. Also, ich dachte, wer was ist, aber nichts. Da war noch Kohle, so. Kohle brauchen wir sehr viel. Ich glaube mal, dass ja mal hier zu viel Kohle ist, werden wir die Hälfte, glaube ich, hier wieder lassen und dann, glaube ich, mal irgendwann nächstes Mal holen. Wenn wir mal Lust drauf haben. So, lass ich mal da, ja. Jetzt. Was das besser wäre, wenn ich jetzt hier zurückkehre, nehme meinen Eingang und einen tiefen Loch nach unten grabe bis Höhe 13 und dann davon halt auf Minen gehe, also meinen gehe und davon nach Diamanten suche. Oder Eisen oder Redstone, was wir brauchen halt. Redstone können wir noch eine Farm bauen. Ich wollte gerne noch eine automatische Farm bauen. Also Weizenfarm. Wo er automatisch auch wo er automatisch abpflanzt oder erntet. Da ist ein Trichter in den Tuch reinkommt, können wir alles machen. Wo ist unser Ausgang? Ist das hier unser Ausgang? Oder? Nee. Doch da, richtig. Nee, nee. Ich glaube, wo wir Cobblestone gepackt haben,
ist dann zu. Leute, ich weiß nicht, wo wir ausgehen soll. Die Höhle ist sehr riesig und... Alter. Die Höhle ist sehr riesig und wir waren fast kaum irgendwo. Das Erde geht jetzt raus. Ja. Kommen wir auch mal hoch. Ja, ist ein bisschen blöd mit der Fackel in der Hand. Dürfen wir mal nicht direkt drauf zeigen. Oh, hier ist Ausgang. Fail, Leute. Wisst ihr, wie ich rauskomme? Ich komme bei meiner Hühnerfarm raus. Bei meiner Hühnerfarm. Lol. Wie viele Hühner verspawnen? Ich verstehe nicht, wie viele Eier wir haben. Richtig viele. Ach, bleib doch drinne. Gut. War richtig komisch, wie wir da rauskommen sind, aber. Ja, wir haben jetzt endlich mal genügend Kohle gesammelt und das Holz, können wir halt hier in der Holzkiste drin lassen. Was nicht brauchen. Hier unten in unserem Fertigungsofen oder Ofensystem, was noch nicht fertig ist. Was ich noch fertig bauen will, da wird glaube ich noch automatische Ofensystem kommen vielleicht schon. Dann lass uns hier unten graben. F3 drücken wir mal und wir müssen auf Höhe 13 gehen oder würde ich gehen. Und Leute, wir sind am meisten Diamanten und andere Erze. Eiskalt, hier ist Kohle, die nehme ich mal später mit. Ah, sie fängt an, ja, Halbbarkeit, gut. War die andere Halbbarkeit. Weiß es nicht, der Schwert ist ein Schade, das ist immer das Schärfe 1 und das nicht, ne? Höhe 40. Denk mal, heute grabe ich mich auf Höhe 13 und dann würde ich mal die Folge schon mal abschließen für heute. Denn morgen schon bekommt dann, ich denke mal, morgen kommt eine andere Folge und ich nicht wieder Minecraft. Denn morgen kommt, denke ich mal, sagen wir mal, morgen kommt dann ETS 2 wieder. Wollt ihr das? Ich glaube schon. Ich denke mal schon, dass ich morgen ETS 2 holen würde. Oh. Hier ist noch eine Höhle, Fail. So, weiter runter. Ja, wie gesagt, morgen kommt wieder ETS 2 oder eine andere Folge, schauen wir. Das ist vielleicht ein anderes Spiel. Vielleicht, was war das? Lapis, ich dachte schon, das wäre Diamanten, weil es so aussah. Nee, das Lapis geht auch. Brauchen wir für den Schaden bald. So, erstmal zu. Oh, egal, das ist Lapis da. So. Level 23 sind sie schon, also Höhe. Cool. Ich denke mal, morgen kommt vielleicht Split Mechanik, ich weiß nicht, ja, den. 20. Nicht mehr weit, sind wir da. Sowas finde ich praktisch, wenn man hier einfach rechts auf Fackel setzen kann mit seinem rechten Mausklick. 17. Ah, 16 schon, auch. 15, 14 und 13 hier. Da. Dann werde ich halt die ganze Zeit aus oder manchmal auch links nach rechts graben und damit auch Diamanten tun und Höhlen und andere Erze. Ja. So, ich gehe mal wieder hoch. Und dann werde ich wirklich eine Treppe hochbauen, weil das ist eigentlich so nicht so wenig, ne? Kann man schon sagen. Ich denke mal, hier will ich mal ein bisschen. Oh nein. Bisschen hier zugraben später, aber manchmal in der nächsten Folge, was dann in 1-2 Tagen rauskommt. Ich glaube, in nächste Folge, übernächsten Tag. Okay. Gut, hier ist unser Ausgang. Hier, ja, noch mal Fackel verschieben. Ja, also, wir bedanken fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, oben auf dem i-Quick, das ganze Playlist, euer Minecraft. Ciao, ciao.